keine Erste Hilfe eingefroren? Zwerge kann den Wald, aber der ist halt nachher dran. Nee. Scheiße, sonst hätte ich den jetzt wieder aufgetaut. Aber... Kannst du jetzt versuchen, ihm halt Feuer am Arsch zu bauen? Du sagtest Feuer. Mhm. Okay, jetzt muss ich aber Adrenalin benutzen, weil ich das... Deshalb will ich meine erste Runde besteht nur aus Buffen. Ja, ist aber nicht verkehrt. Ermutigt, die Spinne ist ermutigt. Bam. Tut mir leid, denn ist ja du in der Wolke stehst, aber wenigstens bin ich sowieso wieder aufgetaucht. Alles gut. Mach einen Schritt. Do it. Er trifft ihn halt sogar, obwohl er in dieser Wolke steht. Ich weiß halt auch nicht, wie der manchmal mit dem Nebel funktioniert. Manchmal kannst du da raus, also ganz normal raus angreifen. Manchmal bist du halt komplett geblendet. Ach, hey, stimmt, ich gab's auch noch. Ich komme, ich mach auch mit. Mir nicht einfach allen gefallen tun und mal durch diesen Scheiß Kreis durchlaufen. Und tschüss. Bye bye. Glory.
okay, der Typ könnte nichts tun, schon an den. Ja, der stirbt an den Dots. Ja, ich bin eingefroren. Nein, steh nicht mehr auf Blut. Ich muss mir neuen Heiko suchen. Also gerade dein eigenes Spiel getötet. Hä? Ich bin doch gar nicht dran. Das war der Gegner. Ach, das war der Gegner. Keine Ahnung, ich hab nur einen Bogenschützen. Okay. Ich war gerade bei deinem Trinken und ich sehe halt nur einen Bogenschützen. Ich würde wieder meine Spinnen noch mal in Zwerg hier einspielen. Ne, das ist halt Power of 2 Handwaffe. Ich brauche halt wirklich bessere Rüstung, das ist das Problem bei mir. Ja, größere Problem ist eher, du kriegst irgendwie nirgendwo bessere Rüstung. Mhm. Also um den Henker musst du dich nicht mehr kümmern, der stirbt gleich einfach an den Dutz. So, dann gehe ich auf den Inquisitor. Jo. Weil ja, den wirst du ja jetzt auch mit umhauen, den Henker dann, wenn du durchgehst. Der ist ja ganz gut. Ja, oder du tötest ihn einfach. Nice. Ja, der ist auch hinüber. Zwergenpower. Imperio Ennis. Das Zwerg musste aber trotzdem einmal den Tod trotzen. Hättet ihr mich jetzt nicht umgeworfen, dann hätte ich dich wiederbeleben können, Zwerge heilen können. Mir war es halt wichtig, dass du überlebst. Ja, ist jetzt die Frage, ob ich. Ja, ich hoffe. Soll ich versuchen, den Christian wieder zu beleben? Kommst du an den Rand von da unten? Ach, schade, nee, ich habe keine AP mehr dafür, fuck. Ja, braucht 3, glaube ich, oder? Ja. Nein. Böse. Ernsthaft verstummt, jetzt kann ich nicht die Schriftrolle benutzen, deswegen. Kannst du weggehen? Nee, ne?
Nee. Kann halt nur meine. Hm. Sonst lauf unten in die Wolke rein, dass du ein bisschen bessere Dodge-Chancen bekommst. Nee, ich kann nicht vorbeilaufen, die flügeln mich. Das jetzt. Kommst du ein Zwergiran zum Wiederbeleben? Ja. Bitte setz sie mal in die Wolke. Danke. Hier sind auch nur die beiden Nahkämpfer dran, die dürften halt nicht an Zwergiran kommen. Na, da oben halt der Fernkämpfer, ne? Weiß nicht, wie weit er schießen kann. Ja. Ja, aber der ist jetzt nicht mehr dran, bevor Zwergi dran ist. Also wenn du Lars noch ein bisschen schützen kannst, oder so. Ja, ein paar Schläge dürfte ich noch aushalten. Sag ich uns. Sayonara. Ich hab doch gesagt, ein paar Schläge halte ich noch. Erstmal die Leiche fressen für ein bisschen Heilung. Also wenn ich nochmal drankommen kann, kann ich die Heilwelle auch benutzen und so weiter und Zwerge wieder zum Buffen benutzen. Ich hätte jetzt schon gemacht. Du bist gleich noch mal dran, ne? Ja, ich sehe nur. Ah, ne, nein, nicht das. Warum hat er denn jetzt meine ganzen Fähigkeiten so durcheinander gebracht? Das weiß ich nicht. Du Arschnervs. Alter, der Schaden ist echt neu. Aha. Kannst du dich vergiften? Hattest du Kontaminierung bei dir drin, Dennis? Nicht mehr. Ja, schade. Sonst hättest du ja da ganz viel Wasser. Halt noch. Ja, dann kannst du da ganz viel Wasser geben, Gift. Halt.
Okay, ich habe halt auch zu spät auf dich gehört. Ich hatte halt den reaktiven Schussprung gemacht. Hast du den Phoenix-Sprung sonst ab, Dennis? Ja. Kannst du dich sonst hinten zum Haus springen? Dass du out of reach bist für die? Sollte funktionieren. Aber blöd. Das war dumm. Phoenix-Sturz und Feuer mögen sich immer noch nicht. Phoenix-Sturz und Gift. Ich bin auch. Die sind mir genauso dumm. Ich hab's ja gerade wieder mit meinem. Kenn ich aber auch. Glory. Ja, hau du mal ab. Obwohl du bist full. Ich find full, also wenn du dich heilen kannst. Frei bewegen. Ne? Ja, du hast ein. Weiß nicht, wie weit der laufen kann. Das war der falsche Move. Vorhin lag dann noch kein Feuer. Nein, ich wollte Gift spritzen und ich habe Kontaminierung gemacht. Das war dumm. Sorry, Dennis. Das hat uns jetzt eigentlich nicht geholfen. Etwa, wenn ich dazu mache? Hey, ja, es bringt uns nicht, sich heilen zu wollen, wenn du immer brennst. Kannst du mal irgendwie das Eis oder was? Jetzt haben wir die Geiseln auch vergiftet, Alter. Das ist halt scheiße. Oh Gott, ey. Also ich bin dafür, dass Dennis auf den Eis und Toten wechselt. Ich glaube, ich wechsle komplett von Untot auf irgendwas Lebendes. Das geht deswegen halt kann man mich auch ganz normal heilen. Die Option hast du jetzt leider nicht mehr. Och, Biest jetzt. Aber das... Ne, bin ich vergiftet? Ja, ich bin vergiftet. Ist ja, vergiftet bist du. Ich will, dass du dich nicht bewegst. Das ist gut. Der da oben kann sich... Doch, der kann sich noch bewegen. Der hat ja noch zu viel Rüstung. Ja, der geht wieder in die andere Richtung. Hast du noch Massenwundreinigung? Habe ich. Ernsthaft, der ist ein bisschen zu weit entfernt. Nein, Moment. Die. Ja, du kannst einen Schritt gehen. Also ja. Du hast ja einen Movement Speed jetzt. Ich hab sogar die Geisel geheilt. Erstmal hier ein bisschen Feuer löschen. Schutzige Schutz. Der Schutz. Das sollte jetzt auch geil werden. Moment. Ja, also ich will das ist nicht jetzt so viel, aber... Ja,
Es ist nicht so viel wie dem Grab eben gerade. Ja, für die ganzen Leichen. Du schickst auch viele Punkte wieder in den Nekromanten mit rein, oder? Ein bisschen ja, aber so viel habe ich bisher noch nicht. So Jungs, ich schicke euch was zum Spielen hin. Nee, also der Vorteil an dem Mückenschwarm ist, es skaliert halt mit Finesse, meine ich. Nee, da war es Finesse oder es war halt hier Dingens, eher mit physisch. Ja, er macht ja auf jeden Fall physischen Damage. Und looten halt. Durch Folterer wird der Typ auch nicht abgewehrt. Gut. Natürlich habe ich jetzt irgendwo eine Leiche, die ich wissen kann. Sowas wird mir halt auch in LOL fehlen, also ein richtig schöner Debuff-Champion. In LOL, da fehlt mir so viel. Yes. Komm ich eigentlich ran? Sonst warte bis auf den nächsten Zug und spar AP. Obwohl AP sind bei dir nicht das Problem. Hast du da einen reaktiven Schuss? Pfeilsalve, jo, reaktiven habe ich auch jetzt wieder abgeguckt. Also wenigstens Echse muss sich bewegen, wenn sie die Knochenspinne angreifen will. Vielleicht kriege ich noch verdient. Geiselmann. Doch, der ist einfach so geschoben, an den Diebers. Jo, der hat keine Lust mehr. Na gucken, komm. Wenn du ein nächster Rand... Warte. Yay! 20 Meter Entfernung! Das war schöner Damage. Level up. Good nice. Job, Jungs. Und da kommt Spiel. Und da spielt er gleich wieder die Spawn. Oh, noch zwei Züge. Aber wenn ich dann meinen Charakter umgestalten will, wo kann ich das machen? Auf der Rachefürstin. Ganz, okay. Ganz unten steht der Spiegel. Ja. Das kannst du ruhig machen, dann warten wir hier auf dich. Das ist die Frage halt, wie lange ich brauche. Schnell wird das wahrscheinlich nicht gehen. Das kann ich dir so nicht sagen. Ja, Lars hat hier erstmal eine Menge zu looten, der ist beschäftigt. Wie bitte? Lars hat hier noch eine Menge zu looten, der ist beschäftigt. Mhm. Alles gut. Ja, ich hier in dem Gebiet wollte ich auch in dieser Kontaminationsrüstung gucken, weil die wäre auch für einen der Nahkämpfer halt richtig gut.